für euch bei einer Netflix-Serie dabei zu sein. Ich frage das jetzt jeden und ich werde nicht von Netflix bezahlt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für Schauspieler so viel besser geworden ist durch die Streaming-Angebote, dass ihr Rollen entwickeln könnt, dass viel mehr auf dem Markt ist. Habt ihr das auch so empfunden? Ladies first. Ich glaube, dass diese Streaming-Services einfach viel Material produzieren und da viel mehr, ja, natürlich Geschichten entwickelt werden können und viel mehr Schauspieler zur Arbeit kommen. Das schafft viele Arbeitsplätze jedenfalls. Ja. Und danach weiß ich nicht, weil es wird so viel produziert und teilweise mehr qualitativ und weniger qualitativ. Danach kommt es drauf an, eben, was man, glaube ich, dann auch macht. Ja. Aber Robert, die Möglichkeit, dann eine Figur, das ist ja fast wie am Theater, also jetzt nicht so lange, wie am Theater, dass man eine Figur auch entwickeln kann, weil man ja nicht nur einmal gesendet wird und es ist durch und es wurde gesehen oder nicht. Ne? Und als Schauspieler auch während der Dreharbeiten, ist das nicht toll? Also der Unterschied, also im Theater verändert sich ja von Vorstellung zu Vorstellung derselbe Block. Und beim Drehen arbeitet man ja Stück für Stück diesen einen Block einmal ab. Was hier bei dem Projekt toll war, dass wir wirklich eine sehr lange Vorbereitungszeit hatten. Also wir hatten lange Zeit, um mit dem Schwanger zu gehen, um da irgendwo was zu finden und das auch zu verinnerlichen. Das war natürlich ein Vorteil. Ich weiß aber nicht, oder ich glaube nicht, dass das jetzt die Regel ist, geworden ist oder so. Also ich glaube an Vorbereitungszeit. Und das war bei diesem Projekt schon möglich, sich vorzubereiten. Das war gut. Und jetzt auf der Berlinale die Serie vorzustellen, und heute Abend ist die Premiere. Wie nervös seid ihr oder sagt ihr, oh, wir können es eh nicht mehr ändern, tranquilo, macht nichts? Also, seid ihr ein bisschen nervös? Also ich glaube eher der Fakt, dass das auf, nicht dass die Premiere heute ist, sondern dass das bald auf Netflix ist und ganz viele Leute das anschauen können. Jetzt so, das ist so, okay. Ich glaube, wir haben das beide ziemlich verdrängt bis jetzt und jetzt kommt der Moment, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen. Das ist halt, dass ganz viele Leute das zu schauen kriegen, aber es ist natürlich auch toll. 190 Millionen. Nein, aber nicht sagen. Zeig dich auf. Nein, alles gut. Es wird alles gut. Nein, ich finde, es ist ja so, dass man beim Film die Verantwortung mit dem letzten Drehtag total aufgibt. Man stellt sich da als Schauspieler für eine Materialsammlung zur Verfügung und macht da mit bei dem, was die dann im Editing, was dann im Schnitt irgendwie, die bauen ja dann den Film, die Serie, die bauen das ja zusammen. Deshalb ich empfinde es wie entrückt. Ich habe das Gefühl, ich schaue mir das heute Abend an, aber ich kann mich da auch gar nicht mehr so sehr in Relation setzen damit wirklich, weil es einfach, erstens ist es wirklich schon her auch, es ist viel Zeit vergangen, seit wir das gedreht haben. Und dann, wie gesagt, ist ja das, was wir als Schauspieler angeboten haben, wird dann ja noch einmal durch andere Augen gefiltert, die dann dieses Produkt draus machen, das dann alle zu sehen bekommen. Und nur weil es jetzt allen oder niemandem gefällt, also ich versuche das nicht so sehr mit meiner Arbeit irgendwie in Relation zu setzen, sondern die Arbeit mehr für sich zu sehen und nicht abhängig zu sein von dem Geschmack der Zuschauer. Das klingt schon mal super entspannt, oder? Das ist völlig gut. Ja. Naja, wenn dann, ich weiß nicht, wie viele 100 Menschen in einem Kinosaal sitzen, weiß ich nicht, wie viel Entspannung dann noch über sein wird. Ich werde heute Abend mal gucken. Es kommt dann, wenn man dann dort sitzt, dann ist das scheiße. Okay. ganz kurz, letzte Sache, Congratulations Shooting Star. Ne? Ah, ja. Wollte ich noch kurz sagen. Ja, danke schön. Auch eine ganz
wie fühlt man sich? Ich meine, klar fühlt man sich toll, aber was ist das für ein Gefühl? Jetzt, du denkst ja wahrscheinlich, ich drehe ja schon ein bisschen, jetzt bin ich ein Shootingstar. Wie war das? Also das Ding ist, ich nehme es überhaupt nicht wahr als etwas, wo ich mich jetzt irgendwie hier oben sehe. Für mich ist es einfach eine ganz tolle Gelegenheit. Für mich ist es einfach eine ganz tolle Gelegenheit, ganz viele tolle Menschen kennenzulernen erstmals. Also wirklich, ich bin mit 9 anderen Shootingstars ausgewählt, die so tolle Schauspieler sind, mit denen ich mich austauschen kann. Ich lerne tolle Leute sonst in diesem Programm, welches wir führen, kennen. Und ich versuche es einfach, wie das zu sehen. Also ich meine, ab dem Moment, wo man es irgendwie irgendwo hinsetzt, glaube ich, ja, wird es zu einem Shootingstar. Also, ich hoffe, dass es einfach bleibt. Ja, ich freue mich einfach natürlich sehr. Danke euch.